Pacific Rim aurait pu donner lieu à une franchise. Bei Pacific Rim wären Franchising, Lizenzgeschäfte, Fortsetzungen, ein lukratives Merchandising mit entsprechenden Produkten durchaus möglich gewesen. Aber in den Monaten vor dem geplanten Filmstart hat man einfach ein schlechtes Tracking gemacht. Das war kein Film, auf den das Publikum unbedingt gewartet hat. Die Medien sind dann auf diesen Zug aufgesprungen, denn auch sie spielen ja eine Rolle bei diesem Tracking-System. Vor allem die Branchenzeitschrift Variety kann man da als Beispiel nennen. Variety ist so etwas wie die Bibel des Hollywood-Filmgeschäfts und bestimmt mit, ob sich ein Film in den amerikanischen Kinos gut oder schlecht verkauft. Man hat diesen Film von Guillermo del Toro über mehrere Wochen hinweg vor seinem Start praktisch schlecht geschrieben und geredet. Beinahe wöchentlich gab es einen Artikel, der Film würde ein finanzielles Debakel, ein schrecklicher Flop, eine Katastrophe für die Karriere des Regisseurs und so weiter. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Der Film hat sich zwar am Anfang ziemlich schwer getan, aber nach und nach dann doch Geld eingespielt. Vor allem die chinesischen Kinos haben ihn gerettet. Das ist ein zunehmend wichtiger Markt für Hollywood-Filme. Zum Schluss hat der Film dann doch annähernd 400 Millionen Dollar an Einnahmen generiert und damit auch die Legitimation für einen zweiten Teil erbracht, der 2017 in die Kinos kommen soll. Auch dieses Beispiel zeigt die Grenzen des Tracking-Systems auf. Es gibt seit ein paar Jahren noch ein weiteres Phänomen, das aus dem eben Gesagten resultiert, nämlich, dass Hollywood es zu unserer großen Überraschung fertigbringt, seine eigenen Blockbuster zu torpedieren. Es gibt nicht nur Pacific Rim als Beispiel. Auch Jupiter Ascending von den Wachowski-Brüdern hatte das gleiche Schicksal. Das war ein Flop in den Kinos, obwohl das Drehbuch ausgesprochen originell ist. Noch mehr Sorgen macht mir allerdings, wenn ich einen Film wie John Carter sehe, der vor einigen Jahren von Disney produziert wurde und ein richtiger Blockbuster war mit eingespielten 250 Millionen Dollar nach einer Vorlage des Science-Fiction-Autors Edgar Rice Burroughs, der ja das Science-Fiction-Genre des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Man denke nur an Star Wars. Bei diesem Film John Carter also, der ein gutes Lizenzgeschäft hätte werden können, das war auch vom Regisseur Andrew Stanton so geplant, es sollten noch zwei weitere Teile nachgeschoben werden, da hätte man ein gutes Franchising-Geschäft machen können, Merchandising-Produkte verkaufen, für das Publikum solcher Filme. Junge Erwachsene vor allem. Doch das Filmstudio hat sich bewusst entschieden, seinen eigenen Film zu torpedieren, zu sabotieren. Er wurde nicht korrekt an den Start gebracht, mit zu wenigen Kopien, und entwickelte sich schon nach ein paar Wochen zum Rohrkrepierer, zum Bagbuzz, wie man in der Branche sagt. Dieses Phänomen ist noch relativ neu und hat zu tun mit internen Fäden in den Marketingabteilungen der Studios. Solche Fäden oder regelrechte Kriege hat es immer schon gegeben. Doch jetzt nehmen sie ein anderes Ausmaß an, weil neue Marketingteams, die kommen, sich keinen Deut darum scheren, was das Marketingteam vor ihnen gemacht hat. Das gilt durchaus auch für Blockbuster, die 250 Millionen Dollar gekostet haben. Hier wird auch der starke Einfluss der Finanzwelt auf die Filmproduktion deutlich. Da werden Studios gezwungen, Filme aufzugeben, von denen man sich eigentlich ein großes Potenzial erhofft hat. John Carter zum Beispiel hat sich nur sehr schlecht verkauft. Aber das lag auch an den Trailern, die überhaupt keine Lust auf den Film machten und überhaupt nicht den Reiz dieses Stoffs vermittelten, die DNA sozusagen von John Carter. Mit der Aussicht auf das Franchising-Geschäft, das auch bei Star Wars, Avatar oder den anderen großen Science-Fiction-Filmen ein wichtiger Faktor war. Das Studio hat es nicht geschafft, den potenziellen Zuschauern das richtig zu verkaufen. Beat.